hier ist wieder Renate mit dem wunderbaren Set, um Blumen selber zu machen. Ich habe heute mal keine Karte oder sowas, sondern wollte euch zeigen, was man alles damit so anstellen kann. Denn man muss die nicht so nehmen, wie sie jetzt da geliefert werden. Es sind ja ganz viele weiße dabei in verschiedenen Formen, also mit spitzen Ecken, mit runden Ecken. Dann die fliederfarbenen, dann sind diese hier ganz hell mit dem kleinen gelben Kern. Dann sind aber auch dunklere, verschiedenste. Also in dem Set, was ihr bei QVC am 23. Januar bekommt, da sind auch dunkle Farben dabei, blaue Töne, also verschiedenste Farben, die ihr gar nicht seht. Man kann insgesamt mindestens 200 Blüten daraus machen. Blumen. So, dann wollte ich euch einfach mal zeigen, wie man das so abändern kann. Erstens mal kann man diese Blätter natürlich einfärben. Zum Beispiel mit den bekannten, berühmten, beliebten Glitterstiften. Na, ich habe extra ein Blatt untergelegt, damit ich nicht alles voll saue. Und das ist auch ganz gut. So. Könnt bestimmt den feinen Glitter schon sehen. So ganz nah. Ja, wie gesagt, auf die Art, in jeder beliebigen Farbe natürlich. Irgendwo Seite passt dann natürlich hervorragend zu diesen feinen, kleinen hier. Natürlich auch mit helleren Farben, Silber, Gelb, wie auch immer. Ich glaube, wir bekommen gerade Besuch. Ich hole den kleinen Besuch mal ein bisschen ran, dann kann er mithelfen. Unser Sammy. So, aber natürlich können wir auch einfärben mit Stempelfarbe. Ich habe hier die Distress-Stempelfarbe, aber ihr könnt nehmen, was immer ihr möchtet. Und am besten auch so ein Blending-Tool hier, also so ein Verblender-Werkzeug. Das ist hier Distress-Stempelfarbe, die ist natürlich nicht so intensiv wie zum Beispiel die Distress Oxide. Aber ich habe bisher leider nur zwei Töne von dem Oxide. Ich schmeiße ja jetzt meine normalen Distress nicht weg. Aber ihr seht, auch das gibt schon einen ganz schönen anderen Effekt. Je nachdem, wie oft ich jetzt drüber gehe, habe ich nachher eine ganz, ganz intensive Töne. So. Legen wir mal da vorne hin. Natürlich machen wir jetzt auch eins mit Oxide. Mein kleiner Sammy. Ich nehme das Blau. Kleiner Sammy, lass du die Sachen bitte stehen. Dankeschön. Sammy! So ein verrückter Kerl. So, das passt dann hervorragend zu euren Bastelarbeiten, was auch immer ihr machen wollt, färbt ihr euch einfach so ein, wie ihr möchtet. Die Ecke könnt ihr noch so ein bisschen vertragen. So, lege ich auch da vorne hin. Auch ein super Effekt. Nicht zu vergessen, also ich habe die Copic Alkoholstifte, die hatte ich schon, die waren sehr viel teurer als die Alkoholstifte von Dawn. Jedenfalls habe ich leider noch nicht die von Dawn, sondern eben die von Copic. Und natürlich kann man auch mit den Alkoholstiften ganz, ganz definitiv auch mit denen von Dawn einfärben. Wie gesagt, die von Copic, die Stifte waren viel teurer, aber die habe ich schon jahrelang. Deshalb habe ich mir die von Dawn noch nicht zugelegt. So, ihr seht also, auch das wird ein super Effekt. In welche Farbe auch immer ich das machen möchte, es wird einfach klasse. Jetzt nehme ich mal eins von den schon fertig kolorierten Blütenblättern hier zur Hand. Das kommt ja schon so in der Farbe.
Und dann könnt ihr zum Beispiel hier den Kleber von Dawn nehmen und ein bisschen Kleber draufpacken. Kann man natürlich auch noch viel sorgfältiger machen. Und dann gibt es auch von Dawn ganz super tollen Kleber, Glitter. Aber da ich noch so viel Glitter habe, habe ich den von Dawn leider nicht. Der ist noch viel schöner als meiner. Naja, man kann nicht alles haben, ne? So, passt auf. So, das wird dann eben eine wunderbar beglitterte Blüte. So, das sind so verschiedene Formen, wie man die Blütenblätter kolorieren, einfärben kann. Man kann also auch hier solche, die schon gefärbt sind von Hause aus, die kommen ja schon so im Paket. Hier vorne liegen sie. Natürlich kann man die genauso noch überfärben. Mit Alkoholstiften oder Distress oder. Gar kein Thema. Macht sogar einen super schönen Effekt, wenn man es zum Teil noch rausgucken lässt, die andere Farbe. Mhm. So, und dann wollte ich euch noch zeigen, die verschiedenen Arten, wie man Blüten machen kann. Ich habe euch ja bisher immer nur die eine Art gezeigt, die auch in der Anleitung drin steht. Nämlich, wir nehmen ein grünes Stiftchen, stecken das auf, dann nehmen wir Blütenblätter. Welche nehmen wir denn? Ach, ich nehme jetzt einfach die weißen mit den gelben. So, einmal nach oben gucken, einmal nach unten gucken, einmal nach oben gucken. So, ein weißes Käppchen drauf zum Festigen und dann wieder in die entgegengesetzte Richtung gucken. Natürlich könnt ihr auch alle in die gleiche Richtung gucken lassen. Das ist nur die Art, wie es am buschigsten dann wird. So, und das letzte. Und dann kommt ein grünes Käppchen als Abschluss. Festdrücken, zupfen. Eine schöne Blüte ist entstanden. So, das ist die normale Blüte. So, ihr könnt jetzt aber so viele aufeinander stapeln, wie ihr möchtet. Ihr könnt jetzt auch, wenn ihr wollt, 12 insgesamt drauf stapeln. Oder, was auch sehr hübsch ist, das zeige ich euch jetzt mal. Erst das grüne Stäbchen natürlich, wo alles drauf gestapelt wird. So. Ach, ich habe euch ja schon gesagt, dass ihr immer sehen müsst, dass die wirklich vereinzelt sind. Also wenn ihr die einmal auseinandergepuzzelt habt, dann wisst ihr, wie sich anfühlt ein einzelnes Blütenblatt. Das ist auch ein einzelnes, aber die kommen ja hier im dicken Paket. Muss man erst auseinanderziehen. Und die sind wirklich wahnsinnig stabil. Es ist Stoff, aber guckt mal, was ich mache, damit die ein bisschen auseinander gehen. Und das macht dem Stoff gar nichts. Es ist wirklich sehr stabiler Stoff. Die sind immer noch zusammen. Nicht, dass ihr meint, da passiert was mit dem Stoff. Da an der einen Seite, da lockert es sich. Da komme ich rein. Moment. Wenn ich jetzt gut sehen könnte, wäre auch schön. Ne? So. Seht ihr? Das sind aber immer noch zwei hier. Das spürt man. Ja, das ist jetzt natürlich wenig spannend für euch. Wie gesagt, ich drehe das dann und zwirbele und irgendwann lockert es sich an einer Stelle und dann kann man es ganz leicht auseinanderziehen. Also gar keine Angst davor haben, denen passiert nichts. So, wir haben also jetzt das eine Blütenblatt hier aufgesteckt. Und dann nehme ich ein zweites in die andere Richtung. Ein Mittelkäppchen, eins nur. Ich habe jetzt nur zwei Stück genommen, das habt ihr gesehen. Und nehme jetzt nur ein weiteres und ein grünes Abschlusskäppchen.
So, die wird jetzt natürlich nicht so üppig wie die andere. Aber jetzt kann man hier in der Mitte, am besten mit einem Heißkleber natürlich, aber ich nehme jetzt ein bisschen von Dornskleber, einen Kristall auflegen. Moment, ich muss mal gerade ablegen. Ich habe die Kristalle sinnvollerweise noch nicht aus der Packung geholt. Moment. Natürlich sind die selbstklebend, aber auf so einer Wölbung. So. Und wenn ihr die dann aufkleben möchtet, die Blüten, dann schneidet ihr einfach ganz rigoros hier unten das Stielchen ab. Jetzt habe ich keine Schere mitgenommen, aber ihr könnt es euch vorstellen. Ne? Direkt unter dem Köpfchen abschneiden, dann könnt ihr die ganz flach aufkleben. Es reichen sogar, ich lege es mal hin, hier vorne, es reichen sogar auch zwei Blütenblätter nur, um eine schöne üppige Blüte zu kreieren. Ich mache das mal. Hier ist ein einzelnes. Noch eins. Wo ist es hier? Direkt das Grüne. So, ist jetzt eine ganz flache Blüte. Auch da mache ich wieder ein bisschen vom Kleber drauf. Und einen bisschen Kristall. Oder eine Perle, kann es noch beleben. Und wenn ich dann gleich den Stiel abschneide, dann ist das ganz flach. Und das bekomme ich dann auch in den Umschlag rein. Denn wie gesagt, die Blüten, die machen alles mit. Die sind total stabil. Die lassen sich dann ganz flach niederlegen. Also wie gesagt, vielseitiger geht es kaum. Und einfach wunderschön für alle Lebenslagen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Inspirationen bekommen. Am nächsten Mittwoch, 23. Januar, wird das Set präsentiert von Karin Jettenmeier. Es ist ein Set von Craft Buddy aus England. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall noch eins bestellen, denn das hier reicht gar nicht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Und Sammy sagt auch schönes Wochenende. Unser Guter, der wieder ganz, ganz fit und gesund ist.